Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Stronghold Warlords. Wir machen weiter mit dem Pfad des Kriegers, Mission 7, den Fluss eindämmen. Natürlich auf der höchsten Schwierigkeit. Uff. Alleine wieder gegen zwei extreme Gegner. Und zwar Tukpfan haben wir jetzt noch nicht als Gegner gehabt. Aber Qin Shi Huang ist der stärkste bisher gewesen. Den müssen wir sofort ausschalten. Der ist orange links oben. Es gibt Drache, Stier, Kranich, keine Friedenszeit und keine harten Warlord. Problematische Anwesenheit geht mir auf die Nerven. Platziert euer Vorratslager. Er hat keine Soldaten, ich schon. Tja, dann müssen wir das direkt ausnutzen. Wo platziere ich mein Vorratslager am besten? Ja, hier würde ich sagen. Platziert euren Kornspeicher, Exzellenz. Oh, wir haben wieder nur 100 Holz, Alter. Das ist so räudig. Los. Direkt seine Waffenkammer zerstören. Scheiße, da steht sie schon. Eine Nachricht von Tukpfan. Nee, ich bin nicht schnell genug da wahrscheinlich. Bauern werden benötigt, Hoheit. Ja, wir werden angegriffen. Jojo, da oh, RIP. Ach komm, ist das ätzend. Check nicht, wie der schon imperiale Kriege haben kann. Er muss sein ganzes Gold für Waffen ausgeben, um das zu kriegen. Um diese Soldaten jetzt schon zu haben. Das kann halt gar nicht sein. Das Problem ist nur, mein Burgherr ist zu schwach. Was, unser Reisbestand nimmt ab? Der Burgherr wird angegriffen. Wieso haben wir kein Holz? Oh, weil die immer gekillt werden. Ja, okay, jetzt müssen wir nochmal neu starten. Was für ein Fail, Alter. Holy moly. Alles falsch. Vielleicht habe ich zu viel Angst vor ihm. Man muss bedenken, das letzte Mal, als er so stark war, hatte er ungefähr die beste Burg, die man sich nur vorstellen kann. Nur ein einziger Zugang, der noch bergauf ging. Also er hatte quasi Höhenvorteil immer. Und seine Mauer, also du bist quasi direkt an seine Mauer gerannt, wenn du den Berg hoch bist. Also schon eine extrem vorteilhafte Position. Das muss man auf jeden Fall sagen. Hoppla. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich alles war, was ihm zum Sieg verholfen hat. Platziert euer Vorratslager, Hoheit. Was ist das denn hier, Kranich? Ach komm. Platziert euren Kornspeicher, Exzellenz. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Jojo, da schau mal. Mal schon da. Du baust da jetzt ganz sicher keine Burgwelle, Freundchen.
要回家了吗? 这个简单。 Eine Nachricht von Tukfan. Oh, oh mein Gott, Alter, was für ein erneuter Fail. Ach komm. Na gut, ist nicht ganz so schlimm. Ich kann die anderen beiden Gebäude da in die Mitte bauen, dann passt das schon. Trotzdem sehr ärgerlich. Oh mein Gott, wie knapp der überlebt hat. Das ist auch sehr ärgerlich. Ach, was übertreibt er denn so? Das ist doch nur ein NPC. Wieso baut er denn den so krass aus, Alter? Das ist doch nur ein Warlord. Was geht denn eigentlich ab in diesem Level? Ey, er baut jetzt sein komplettes Ding plötzlich aus. Auf freaking Level 1. Unser Reichsbestand nimmt ab, Hoheit. Wie? Wir werden angegriffen. Ich muss noch meine letzten zwei Bogenschützen retten, Alter. Uff, der Typ hat schon wieder eine ganze Armee am Stüssel wahrscheinlich, ja. Ich unterstehe eurem Befehl. Der ist maximal verbessert? Okay, let's go. Meine Diplomaten arbeiten ununterbrochen für euch. Okay. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Gut, dann holen wir uns den auf diese Weise. Mein Burgherr ist hier sicherer als bei mir. RIP. Tja. Der Stier kann nicht angreifen, ne? Ich kann zwar nicht mein ganzes Gold für Holz ausgeben, aber es, sieht schon wieder unvermeidlich aus. Ein bisschen. Einmal noch? Mal noch eine schöne Hütte bauen. Oh, gehorsam fordern, RIP. Worauf ich jetzt nicht wieder so lange warten darf, sind Waffen. Interessantes Angebot. Oh, der ist auch schon Level 6. Okay, nice. Eure Waren wurden verschickt. Steigert der noch meine Diplomatie? Yes, sir. Wird schwierig, den Drachen zu kriegen. Oder es wird vor allem schwierig, ihn zu halten, wenn man ihn mal hat.
Ach Mist, es fehlen ja noch 3 Gebäude. Ups. Naja, egal. Das passt da noch rein. Werden angegriffen. Oh mein Gott. Okay. Wir brauchen mehr Steinhoheit. Oh, diesmal kriegen wir nicht mal 5 Hilfsaxtkämpfer. Are you kidding me? Das ist doch wohl ein schlechter Witz, Alter. Der Feind nähert sich. Ich meine, das ist geil, dass sie auf den Burgherrn gehen, auf den Kriegsherrn, meine ich. Meine Diplomaten arbeiten ununterbrochen für euch. Weil sie den niemals schaffen zu killen. Oh oh, da kommt der nächste. Alter, ist doch nicht dein Ernst. Da muss ich wohl leider ein paar Waffen kaufen, für die ich kein Gold habe. 5? Uff. Ihr habt nicht genügend Gold, um diese Einheit auszubilden. Oh mein Gott. Geht halt weg, ihr armseligen Kreaturen, Alter. Der Burgherr wird angegriffen. Na, wenigstens haben sie nur einen Holzfäller zerstört. Bis jetzt. Das ist das Problem bei den extremen Burgherren. Die sind wirklich extrem, was das angeht. Eure Waren wurden verschickt. Ein Wasserbüffeljoch wird benötigt, um Gestein ins Vorratslager zu befördern, Eure Hoheit. Komm mir nicht so schleimerisch mit Eurer Hoheit. Okay. Produktion der wichtigsten Sachen steht. Lol. Außer Waffen. Und Nahrung vielleicht noch ein bisschen. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Okay. Wir hatten gerade so schön viel Holz. Ich dachte, das ist normal. Weil ich gerade auch extrem viel ausgegeben habe. Das will ich gar nicht bestreiten. Das kann da nicht platziert werden, Hoheit. Tja. We need weapons. And a lot of them. Dann probieren wir uns mal den zu holen. Der ist glücklicherweise auch maximal geupgradet. Sehe ich gerade. Wir gehen auf jeden Fall auf Ding. Auf den ehemaligen Kaiser. Oder auf den ersten Kaiser. Whatever his title is. Ach, reichen die Bauern echt nicht? Ich dachte, die kommen jetzt noch. Nö. Mist. Verschickt. Okay, wann fangen wir an, Gold zu verdienen? Nicht genügend Waren. Boah, ey. Holzproblem ist mal wieder richtig knackig.
Dann können wir direkt eigentlich auch Schwertschmieden machen, stimmt schon. Swords. Nicht genügend Waren. Die stehen da zum Glück einfach nur rum. Nice. Mal ein was Gutes. Die Diplomatiepunkte sind gleich da. Fertig, meine ich. Das ist auch sehr gut. Nicht genügend Waren. Noch nie so wenig Reis gesehen. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Was ich echt nicht verstehen kann. So, Diplomatie. Meine Diplomaten arbeiten ununterbrochen für euch. Können sie vielleicht auch mal Gold schicken lassen, aber ich würde sagen, trotzdem erstmal noch Diplomatie. Und das Holz ist auch gleich fertig. Also die Holzlieferung. Eure Waren wurden verschickt. Solange wir nicht mindestens 400 Holz auf Vorrat oder so haben, kommt da weiterhin Holz. Nicht genügend Waren. Holz, Holz, Holz. So, wir können immer noch eine Botschaft bauen. Was zum Teufel? Hä? Was geht denn jetzt ab? Wieso? What the fuck? Ich baue ein random-ass Gebäude irgendwo hin und plötzlich hören alle Holzfäller das Arbeiten auf. Nicht genügend Waren. What is the problem? Unser Reisbestand nimmt zu, Hoheit. So, ich brauche jetzt noch eine Botschaft, my friend. Sehr gut. Okay, dann den müssten wir uns jetzt eigentlich holen können. Sehr gut. Gold wäre nicht schlecht. Tja. Was kannst du denn, mein Freund, angreifen? Meine Armee marschiert. Dann machst du es bitte auch. Eure Waren wurden verschickt. Einfach immer noch Holzprobleme, ey. Ach, als ob der dann nicht mehr dahin kommt, das kann doch nicht sein. Mein Gott. Bei dem funktioniert es doch auch. Wo ist der Unterschied? Das ist so lächerlich teilweise, ey. Könntest du wirklich kotzen. Keine Ahnung, was dem sein Problem schon wieder ist. Okay. Oh, sieht gar nicht so schlecht aus. Weiter so. So.
Das sieht nicht gut aus. Wo sind unsere Männer? Ich habe jetzt safe mehr als einen ausgebildet, aber gut. Okay, was ist das Problem? Wir haben keine Bauern. Nicht genügend Waren. Und natürlich auch kein Holz. Okay, er greift aber den Warlord an. Das ist gut. Wir machen ihm aber schon mal gut Damage. Damage. Oh Mist, jetzt geht er auf uns. RIP. Eure Häuser sind die besten, Hoheit. Warum greifen die ein Reisfeld an, wenn sie werden gerade abgeschlachtet und finden es wichtig, einem Reisfeld zu zerstören? Weil sie so toxisch sind, machen sie gleich noch eins kaputt. Unser Warlord links wird jetzt von einer großen Streitmacht angegriffen. Meine Armee marschiert. Diese Lücke in der Verteidigung müssen wir direkt ausnutzen. Ich bin froh, dass er den Kornspeicher nicht zerstört hat. Ja, wir sind jetzt mal wieder überhaupt nicht ready, ey. Der Feind nähert sich. Eure Waren wurden verschickt. Wir haben keine Waffen? Das ist ein schlechter Scherz, oder? Ich habe die ganze Zeit keine Soldaten ausgebildet. Permanent Waffen produziert. Oder hätten produziert werden sollen. Was, der Feind nähert sich? Ach du Heilige, was da denn passiert? Der Angriff hier ist abgewehrt. Ihr benötigt Waffen, Hoheit. Ja, Waffen, Gold, alles irgendwie. Nicht genügend Waren. Kann ich hier zumachen? Noch nicht. Lass doch angreifen lassen. Der wird hier gleich seine Burg zumachen. Ihr benötigt Waffen, Hoheit. Ich check's nicht, Alter. Ich hab 8 Pfeilmacher, Mann. Was machen die denn den ganzen Tag? Gehen die in die Kirche oder was? Wie viel soll ich noch bauen? Nicht genügend Waren. Ich habe einfach immer noch nicht genug Holz. Nicht genügend Holz, Hoheit. Die Holzfäller sind so weird, die nerven auch so extrem. Wie ihr wünscht. Nicht genügend Waren. Welche Geschwindigkeit hatten wir eigentlich? Exzellenz. Normal. Ihr benötigt Waffen, Hoheit.
Ja, er hat zugemacht. Eins ist noch offen. Meine Armee marschiert. Ja, aber sieht gar nicht so krass aus eigentlich. Hat er gerade einen Angriff losgeschickt? Er hat ja gar keine Soldaten, Alter. What the hell? Das ist schon echt wenig, was der da hat. Das ist ultra wenig. Ein Wasserbüffeljoch wird benötigt, um Gestein ins Vorratslager zu befördern, Eure Hoheit. Eure Waren wurden verschickt. Nicht genügend Waren. Euer, nice. Wenn der Kornspeicher abfackelt, wäre geil. Das wäre sogar richtig geil. Das wäre richtig, 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 richtig geil. Werden angegriffen? Ne. Aber wer hier kann nochmal angreifen? Alter, alle Gebäude kaputt. Let's go. Funktioniert richtig gut. Nicht genügend Waren. Gold ist nicht schlecht. Aber woran fehlt's denn schon wieder an den Bauern? Meine Güte, ey. Jetzt ist gerade erst wieder aufgebaut, wird alles wieder kaputt gemacht. I love it. Ich bräuchte halt mal ein paar Soldaten, dann könnten wir den noch mal richtig angreifen, aber irgendwie... Das funktioniert alles nicht so. Meine Diplomaten arbeiten ununterbrochen für euch. Gut, ich glaube, das letzte Mal, dass wir uns Diplomatie schicken. Dann kommt nur noch Gold. Der Feind nähert sich. Wo ist wo? Ach so, hier. Ich werde angegriffen. Ja, das ist actually sogar ein ziemlich großer Angriff. Dammit. Überlebt er das? Puh, könnte knapp werden. Meine Armee marschiert. Dann müssen wir wohl mal die andere Seite leider angreifen. Wenn der sich so mächtig fühlt, dass er uns angreift, dann müssen wir wohl leider ihn mal angreifen. Werden benötigt, Hoheit. Können es nur 27 Stück sein? Dammit. Oh,
Waren werden benötigt, Hoheit. Eines Tages, wenn wir genug Holz Eure haben. Waren wurden verschickt. Eines fernen Tages. Wie ihr wünscht. Rekruten werden benötigt, Hoheit. Oh mein Gott, ich sollte echt mal abspeichern. Gespeichertes Spiel überschreiben? Yes. Mist, der erholt sich gerade viel zu gut hier. Meine Armee marschiert. Schön mal wieder kaputt machen alles. Wir haben kein Gold mehr. Wie zum Teufel habe ich so viel Eisen? Ich habe so unglaublich viele Schmieden, Alter. Rekruten werden benötigt, Hoheit. Nö, nur 11 Stück. Wow. Fühlt sich mehr an. Rüstungsschmieden sind es 14. Das erklärt, warum hier nichts vorangeht. Naja gut, ich denke mal, das sollte für eine große Offensive wohl reichen. 50 Mann. Gespeichertes Spiel überschreiben. Greifen wir am besten an, schon hier vorne. Ja, hier ist halt gar nichts. Und wie sieht's hier aus? Yes, sir. Wieder schön seine Steinbrüche angezündet. I love it. Eure Waren wurden verschickt. Wir sind halt auch schnell, gell? Ich dachte mir auch gerade, spiele ich eigentlich auf langsam? Nope. War schon schnell. Alter, er hat halt ganze Arbeit geleistet. Der hat halt keine Soldaten mehr irgendwo stehen. Die kommen jetzt alle erst wieder. Der Feind nähert sich. Ja, das ist schlecht. Ich werde angegriffen. Das ist uncool. Wir werden angegriffen. Oh, ich habe mehr Truppen, als man haben darf, lol. Das wird sich jetzt wohl schnell ändern. Oh, jetzt kann er es nicht mehr verteidigen, jetzt kommen hier sogar seine Truppen durch. Die vorher wahrscheinlich nicht oft durchgekommen sind. Es sind fremde Diplomaten angekommen. Wo? Alter, what the fuck? Ich kann nicht mal was dagegen machen. What? Hä? Auf Wiedersehen, Herr. Alter, was geht ab? Shit, jump.
Ich sehe es schon, die töten jetzt die ganze Zeit meine Holzfäller. Ist das ein Abfuck, Alter. Der Feind nähert sich. Naja. Ich geb's dir Ahnung. Meine Armee marschiert. Rekruten werden benötigt, Hoheit. So, Junge, 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 was macht der denn, Alter? Komplett übertrieben. So. Eure Steuern wurden bezahlt. Dass du mir nicht nochmal abtrünnig wirst, Kleiner. Ein fremder Burgherr hat uns zu Gesprächen eingeladen. Willst du mich eigentlich ver... Ja, was denkt er jetzt, wer hier ist, Alter? Ein fremder Burgherr hat uns zu Gesprächen eingeladen. Junge, hör auf damit. Ich greife ihn jetzt von allen Seiten an. Es reicht. Bauern werden benötigt, Hoheit. Meine Armee marschiert. Es sind fremde Diplomaten. Junge, lass es, Mann. Du kriegst sie nicht. Boah, Leck des Todes. Und es hat nicht mal gespeichert. Oh mein Gott, es hat einfach so geleckt. Oder ich hab's übersehen. Das Spiel überschreiben? Das kann natürlich auch sein. Ein fremder Burgherr hat uns zu Gesprächen eingeladen. Alter, das nervt so. Ich muss alle seine Diplomation. Junge, ich weiß nicht, was das ist. Manchmal merke ich mir ein Wort falsch. Oder ich sag's einmal falsch. Und dann sage ich es immer wieder falsch. Wir werden angegriffen. Ich hoffe doch, dass wir im Feindgebiet angegriffen werden. Auf Wiedersehen. Alter, das ist so ein Stück Dreck, Mann. Mein Gott, nervt es. Geht einfach hier rein. Bauern werden benötigt, Hoheit. Ja, dem seine Angriffsstärke fehlt jetzt natürlich schon ein kleines bisschen. Ein sehr interessantes Angebot. Meine Armee marschiert. Es sind fremde Diplomaten angekommen. Du, Wang Shengqiang!
Check nicht, warum die nicht automatisch Gebäude zerstören, wenn sie nicht durchkommen. Stattdessen stehen die dann einfach nur komplett bescheuert da und machen einfach gar nichts. Das ist so sinnlos. Also so eine dumme KI ist echt krass. Ja, jetzt haben wir es eh. Easy. Nice. Puh. Yes. Dann danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Würde mich sehr über einen Like, Kommentar, aber von euch freuen. Bis dahin, macht's gut rein. Ciao, ciao.